endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Das ist das Ziel von Aufsteiger SC Eltersdorf in Weiß und Grün vor 330 Zuschauern im Duell mit dem TSV 1860 Rosenheim. Die Historie spricht zwar nicht unbedingt für die Hausherren. In 4 Ligaduellen in der Regional- und Bayernliga gab es nie einen Sieg für die Mittelfranken. Aber zuletzt waren sie in der Liga oft schon ganz nah dran an diesem Sieg. Und auch hier sind sie früh nah dran an der Führung. Die Anfangsviertelstunde klar im Zeichen der Gastgeber. Robin Renners Freistoß küsst nach 8 Minuten noch den Außenpfosten. Und eine Minute später muss Laurin Klaus eigentlich das 1:0 machen. Doch sein Kopfball letztlich zu schwach. Keeper Joey Brenner kann noch klären. Allerdings sah Rosenheims Torwart in der nächsten Szene nicht allzu berühmt aus. Seine Abwehraktion geht genau auf Calvin Sengül und der hat dann keinerlei Mühe mehr, in der 12. Minute das 1:0 zu markieren. Danach die Partie eher ausgeglichen. Rosenheim mühte sich um Spielanteile, doch gefährlicher blieben die Quecken. 24. Minute, Flanke auf Jens Wartenfelser und dessen Kopfball wird lang und länger und senkt sich hinter Brenner in den Kasten. 2:0. Eltersdorf hatte hier eigentlich alles im Griff und lud dann die Gäste doch zu einem Comeback ein. Der sonst so zuverlässige Torwart Tugay Akbakla lässt in der 39. Minute eine harmlose Flanke fallen und Sascha Marinkovic sagt Dankeschön. Statt eine beruhigende Führung mit in die Kabinen zu nehmen, sorgt dieser dicke Bock für Spannung für die zweiten 45 Minuten. Allerdings schwächten sich die Oberbayern schnell selbst in dieser zweiten Hälfte. Der bereits verwarnte Tim Kiesling lässt sich zu dieser Aktion hinreißen und marschiert mit Gelbrot unter die Dusche. Das spielte Eltersdorf natürlich in die Karten. In der 57. Minute hatte Wartenfelser die Vorentscheidung auf dem Schlappen, scheitert aber am Pfosten. Doch in der 65. Minute war es dann Renner, der zum K.O.-Schlag ausholt. Mit diesem 3:1 und einem Mann weniger war der Ofen nun aus für die Gäste. Die Quecken dagegen hatten weiter Spaß an ihrem eigenen Spiel und schraubten das Ergebnis per Doppelschlag weiter in die Höhe. Zunächst ist es Sengül, der in der 77. Minute seinen persönlichen Doppelpack schnürt. Und eine Zeigeumdrehung später darf dann auch mal Karim Said. Klasse Tor und spätestens jetzt war klar, am Ende darf hier der erste Dreier in dieser Saison gefeiert werden. Ein wenig später erfolgte dann auch der Schlusspfiff. Eltersdorf stößt also an Spieltag Nummer 7 den Bock endlich um. Ja, ist natürlich ein unwahrscheinlicher Stein vom Herzen gefallen. Also viel Ballast abgefallen, ich glaube, von den Jungs auch. Also mich freut es vor allem für die Jungs, die jetzt endlich mal auch belohnt worden sind für den Aufwand. Auch unter der Woche haben wir dann auch immer gehadert, aber wir haben immer dran geglaubt. Wir haben es auch heute gesagt, wir machen nichts Besonderes, wir versuchen locker zu bleiben. Wir haben lang gebraucht, wir haben auch nicht gut Fußball gespielt, das muss man sagen. Aber wir haben dann glücklicherweise einen Anschlusstreffer gekriegt. Und dann gehst du mit dem Ergebnis in die Pause und dann ist natürlich klar, dass man nochmal irgendwo sagt, jetzt greifen wir nochmal um. Wir müssen schauen, dass wir jetzt auf alle Fälle kein Gegentor mehr kriegen. Wir haben gesagt, wir haben nur 45 Minuten Zeit, das ist zum Dran, das Ding. Ja, und dann nimmt das Ding halt so seinen Lauf. Mit dem der Platzverweis war spielentscheidend für uns und dann nimmt das Ding seinen Lauf. Eltersdorf feiert also endlich den lang ersehnten ersten Saisonsieg. Rosenheim bleibt dagegen angesichts von nur einem Pünktchen aus 4 Partien in der Ferne eher ein Punktelieferant.